Jetzt ist die Trophäe da. Das können wir auch weitermachen. Gut gesehen. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein. Gott.
Gott. Sie sehen aber abgespannt aus heute Morgen. Der dämliche Hund hat mich wachgehalten. Und da war so etwas am Himmel. Dem Radio nach war es ein Gewittersturm. Aber ich weiß nicht, was es war. Heute Morgen lagen tote Vögel im Garten. Tut mir leid, das zu hören. Ob das vielleicht mit den atmosphärischen Störungen zu tun hat? Das weiß man Steven bestimmt. Ich wollte ihn sowieso anrufen. Wendy, ich bin vorbeigekommen, weil wir ein paar Zwischenfälle mit einigen der älteren Dorfbewohner hatten. Mrs. Borton ist, wie soll ich sagen, verschwunden. Hat sich zweifellos irgendwo verlaufen. Ich wollte nur kurz nach Ihnen sehen. Das KFK spricht von einer starken Grippewelle. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber keine Kopfschmerzen, Nasenbluten, keine Gelenkschmerzen oder Verdauungsprobleme? Dr. Wade, ich bin gesund wie ein Fisch im Wasser. Kümmern Sie sich lieber um ein paar wirklich kranke Leute. Und falls Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn sucht. Das weiß ich aber auch. Wobei. Oh nein, das reicht jetzt. Pauli, bitte. Kein Gezicke. Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn es nicht auffällt.
Paul, bitte. Hörst du doch? Nee, ich mache nicht alles. Oh, nur für ein paar Tage, ja. Gleich morgen früh. Ich will nicht, dass die Kinder sich diese Grippe holen. Bestimmt ist es dieser Pater Jeremy. Er verbreitet sie überall, während er alle dazu nötigt, für das Sommerfest zu spenden. Es ist eigentlich recht ruhig im Dorf, Wendy. Niemand da zum Nötigen. Oh, Pater, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Offensichtlich. Ich wollte Amanda nur erzählen, dass es Vandalismus im Dorf gegeben hat. Bestimmt nur Teenager. Taggen nennen sie das wohl. Jemand malt Türen und andere Dinge an. Diese Rowdies. Ich sage Neil, dass er alles gut abschließt, wenn wir losfahren. Ein guter Mann wie mein Eddie ist fort. Und diese Strolche und Lümmel laufen herum und verschandeln alles. Er hat alles für sein Vaterland gegeben. Und was hat er dafür bekommen? Nichts als einen frühen Tod. Er hatte ein gutes Leben, Wendy. Er hatte ein kurzes Leben. Ich halte mich an meine Vögel, Pater. Die leben ein unbeschwertes Leben. Schlicht und frei. Ganz so, wie Gott es gewollt hat. Willkommen auf meinem Channel. Jeder Computer im Observatorium zeigt jetzt 6.07 Uhr am 6. Juni 1984 an. Ich weiß nicht, was das bedeutet.